So, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt sehr viel Training gehabt, wir haben sehr viel Krafttraining gehabt, Zirkeltraining und jetzt gehen wir wieder langsam ins Judo rein. Wir haben ein Training für euch vorbereitet, eben mit einigen Judo-Würfen, mit einigen Judo-Aufgaben und das könnt ihr zusätzlich zu den anderen Training, ganz wichtig, zusätzlich, eigentlich rein theoretisch jeden Tag machen. Die Zeit haben wir ja jetzt zu Hause und je öfter ihr es macht, desto besser. Das Einzige, was ihr braucht, ist einen Partner. Und wir haben jetzt hier meine wunderschönen Füße ausgeschnitten und die quasi als Partner hingeklebt. Von der Breite her stellt euch vor, euer Partner bei den Uchigumi, bei den Würfen ist er immer ein bisschen breiter dagestanden, ein bisschen breiter als schulterbreit, so dass ich jetzt, wenn ich mich eindrehe, schön dastehen kann. Gut, das heißt, ihr klebt die Füße auf, schneidet euch Füße oder macht euch einfach Markierungen, völlig egal. Und dann, wenn wir das haben, starten wir. Wir haben 9 Würfe. Wir machen pro Wurf 2 Minuten. Eine Minute ganz, ganz locker, schön sauber, dass wir auf die Technik schauen. Eine Minute Vollgas. Das heißt, in der zweiten Minute wirklich schauen, so viele Würfe wie möglich zu schaffen. Zum Schluss haben wir noch 2 andere Übungen, das zeigen wir euch dann. Wir gehen jetzt einfach mal Wurf für Wurf durch und fangen auch schon mit dem ersten Wurf an. Und zwar ist das der Ooso Togari. Ich stelle mich hin, stelle mir vor, ich greife meinen Partner, mache den ersten Schritt, strecke mich, gehe rein. Das machen wir gleich noch einmal. Erster Schritt, Zug, strecken. Und stellt sich vor, ihr wollt es werfen. Das heißt, ich drehe mich wirklich mit. Schön ausholen, werfen und wieder zurück. Ausholen, werfen. Und wenn ich das eine Minute lang sauber gemacht habe, kann ich dann wirklich auf Tempo gehen. Das heißt, hopp, wieder zurück, wieder hin, wieder ganz zurück, wieder hin. Und das wirklich auf Tempo. Okay, das war der erste Wurf, Ooso Togari. Zweiter, Seonage. Erster, wieder locker. Ich greife wieder meinen Partner. Erster, Zehe zu Zehe. Aufreißen, einlegen. Wirklich 3 Schritte, bis in die Knie, aufrecht dastehen. 1, 2, 3. Ihr könnt es dann, wenn ihr es schon drinnen habt, gleich mit Werfenphase machen. Hopp, durchziehen. Und wenn es dann geht, dann wirklich auf Tempo. Das war der zweite Wurf. Dritter Wurf, Ouchigari. Ouchigari, ich greife wieder meinen Partner. Erster steht wieder Zehe zu Zehe. Der zweite hier steigt hinten drauf und der zweite Schritt ist laut. Das heißt, 1, 2 und dann 1, 2 durchfegen. Das Gewicht geht nach vorne, weil der Ouchigari, den will ich da hinwerfen. Das heißt, 1, 2, runterziehen und werfen. Das machen wir noch einmal. 1, 2, werfen. Wichtig beim Ouchigari, ich ziehe nach unten. Das heißt, 1, 2, runterziehen und richtig Halbkreis. Das Bein wegfegen und auf Tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und immer wegen, durchfegen, wirklich durchziehen jedes Mal. Nächster Wurf, Haraigoshi. Ihr könnt jetzt den Partner, besonders die Eltern, die Größeren, die auch oben greifen, greift zurück jetzt oben. Ansonsten wieder erster Schritt, zweiter Schritt, hängt dran, ist immer. Hochziehen, 1, 2, durchfegen. 1, 2, durchziehen. 1, 2, durchziehen. Und denkt an die Schritte, wo die Schritte hingehören. Genau. 1, 2, hier, zweiter Schritt, in die Mitte rein. Mitte oder ein bisschen eher zum zweiten Fuß. 1, 2, durchziehen und wirklich Oberkörper mitdrehen. Und das Ganze dann eine Minute locker. Eine Minute richtig auf Tempo. Vollgas. So, was haben wir dann? Ko-Ochigari. Ko-Ochigari, wieder Ochi jetzt. Wenn ihr euch erinnert, beim Ochi ziehe ich hier nach unten. Beim Ko-Ochi gehen beide Ellbogen zusammen. Das ist
eins, zwei. Eins, zwei. Durchfegen. Aufpassen. Nicht kaputt machen. Eins, zwei. Ellbogen zusammen. Eins, zwei. Fegen. Und dann auch wieder eins, zwei. Fegen. Wieder raus. Eins, zwei. Fegen. Auch wieder auf Tempo. Uchimata. Gehe mich über den Haragoshi. Erstes Bein, und da ist es jetzt ganz wichtig, erster Schritt ist nicht in die Mitte rein bei Uchimata. Erster Schritt geht hier nach außen, weil dann habe ich genug Platz, mit meinem zweiten Bein weit reinzustechen. Eins, zwei, und dann in die Standwagen gehen. Und ruhig auch wieder durchziehen. Eins, zwei, drei. Richtig mit drin. Eins, zwei, drei. Erster Schritt aufziehen, rein. Uchimata. Richtig beim Uchimata. Erster Schritt, zweiter Schritt. Und jetzt habe ich hier die Bogenspannung und komme jetzt da in die Standwaage und habe da wirklich eine Spannung und bin nicht in Uhakal eingerollt. Okay? Nach dem Uchimata, was haben wir dann? Dann haben wir einen Wurf aus der Bewegung. Da vergessen wir jetzt einmal unsere Markierung. Und da machen wir jetzt Ko-Uchigari aus der seitlichen Bewegung. Wir nehmen unseren Partner wieder, machen 1, 2, zusammen und durchfegen. 3, dass wir ein bisschen ins Gefühl kommen. Das heißt, ein Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Denkt wieder dran, beim Ko-Uchi zusammen die Ellbogen durchfegen und meine Richtung geht hierher. Da will ich ihn hinwerfen. Das heißt, zwei Schritte in die eine Richtung werfen und für diejenigen, die das schon gut können, gleich zurück, andere Seite. Eins, zwei, werfen. Eins, zwei, werfen. Und meine Richtung geht jetzt nicht dahin und nehme ich weg, sondern ich habe meinen Partner immer unter Kontrolle. Das heißt, eins, zwei, und dahin möchte ich werfen. Okay? Nächste, gleiches mit Seonage. Wieder aus der seitlichen Bewegung. Erster Schritt, zweiter Schritt. Und jetzt drehe ich ganz ein und stehe sicher für Seonage. Gleiche wieder zurück. Eins, zwei, großen Schritt, drei. Aufrecht. Denkt dran, hier habt ihr den Partner aufgespannt. Das heißt, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, es ist so ein großer Schritt. Mit einem Schritt drehe ich mich ein. Und das heißt wieder eine Minute locker, eine Minute richtig auf Tempo. Hopp, zurück, hopp, zurück, hopp. Richtig auf Tempo. So, was haben wir dann? Taiyotoshi. Taiyotoshi, dann nehmen wir uns wieder unsere Füße, unsere Hände. Wieder erster Schritt, zweiter Schritt geht jetzt hier nach außen, dritter Schritt hier hinein. Denkt dran, nicht so dastehen, sondern Taiyotoshi 50%, 50%, beide Beine gleich belastet. Hier der Ellbogen ist rein theoretisch unter der Schulter. Hier habt ihr die Spannung. Nochmal, eins, zwei, drei. Hier steht sie außen, nicht hier innen beim Taiyotoshi, sondern eins, zwei, drei. 50%, 50% belasten. Eine Minute locker und dann auch eine Minute auf Tempo. Okay, was haben wir noch? Ja, das war es auch schon von den Würfen. Jetzt haben wir noch zwei Übungen. Zwei Griffübungen und die macht sie 2 Minuten lang durch. Also bei den Würfen noch einmal zur Erinnerung, jeweils 2 Minuten, 1 Minute lang locker, 1 Minute lang so schnell wie möglich. Wir brauchen dazu jetzt ein Kimono. Das habt ihr hoffentlich alle noch zu Hause. Erste Minute, ihr beugt euch ein bisschen nach vorne, greift ihr den Kragen und so schnell wie möglich, hopp, 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 versucht ihr das Kimono quasi fallen zu lassen und umzugreifen. Jetzt nicht hier unten, sondern große Bewegung. Das heißt, ich gehe von hier hinten, hopp, 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 hopp,
zieh richtig nach oben den Arm immer. Richtig und das so schnell wie möglich. Und versuch jedes Mal den Kragen zu erwischen. Das heißt nicht irgendwo, sondern immer wirklich schauen, wo greife ich hin. Und ich gehe aktiv nach unten und versuche so schnell wie möglich zu greifen. Erste Übung. Zweite Übung. Ich gehe in die Rocke, habe jetzt meine Ellbogen ganz bei mir. Das heißt, die berühre ich. In den Ellbogen bin ich wirklich hier am Körper. Wenn es in der Hocke ein bisschen mühsam ist, könnt ihr euch auch hinknien. Völlig wurscht. Und jetzt versuche ich nur aus den Unterarmen so schnell wie möglich ganz, ganz enge, so ein ganz, ganz enges Knödel, ganz, ganz enge Wurst da zu falten und rollt es dann wieder aus. Ellbogen sind hier, das ist wichtig, weil sonst mache ich alles aus der Schulter und ich will, dass ihr es wirklich aus den Unterarmen macht. Das heißt, hier wirklich versuchen schnell, tack, 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 schnell wieder raus, tack, 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 schnell eindrehen und wieder raus. Und da wirklich auf Tempo gehen. Ellbogen sind am Körper. Das wird dann nach 2 Minuten richtig anstrengend. Und brennen. Und brennen auf jeden Fall. So, jetzt haben wir quasi, wer mitgerechnet hat, 22 Minuten Belastung. 1 Minute locker, 1 Minute Gas geben, bei den letzten 2 Übungen natürlich 2 Minuten Gas geben. Das Ganze machen wir 2-mal, das heißt, wir haben 44 Minuten Training. Nicht allzu lange, aber wenn wir das jeden Tag machen, rein theoretisch, weil es wäre super für euch, dann haben wir genug Training. Für diejenigen, besonders für die Älteren, für die Größeren, die schon das Ganze im Training gemacht haben, könnt ihr den zweiten Durchgang, oder nicht könnt, sondern solltet ihr den zweiten Durchgang auf die andere Seite machen. Das heißt, erster Durchgang Schokoladenseite, zweiter Durchgang andere Seite. Für diejenigen, die es noch nicht so auf die andere Seite gemacht haben, macht es 2-mal auf eure bessere Seite. Außer natürlich bei den seitlichen, da haben wir sowieso einmal rechts, einmal links gemischt. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn nicht, bitte fragt uns einfach, gibt es wirklich Gas? Wir haben danach wieder Turniere und ich möchte nicht, dass wenn wir nachfragen, wer was trainiert hat, dass ihr sagt, na, wir haben keine Zeit gehabt, weil Zeit haben wir jetzt alle genug. Das heißt, ihr könnt wirklich 2-mal am Tag rein theoretisch trainieren. Gibt's Gas, dann seid ihr den anderen wieder was voraus. Ich wünsche euch viel Spaß.